Die nächste Sektion haben wir, wie schon ein bisschen beschrieben, benannt mit zusammen instabil, spontan und engagiert. Und bei der Beschreibung dessen, worum es gehen könnte, viele Beschreibungen versucht, wie freundschaftliche Nähe, Komplizenschaft, charismatische Figuren, Verbünde mit kurzlebige Verbünde und so weiter und so fort. Also alles, was wir eben dann unter diesem Stichwort der sozialen Praxis subsumiert haben. Und das ist eigentlich ein Stichwort, an dem wir wirklich noch ziemlich fest dran sind. Das heißt, dass uns klar ist, dass das sehr flüchtige Kategorien sind, dass das sehr persönlich zum Teil auch sehr persönliche Kategorien sind und wir sehr stark daran diskutieren sind, wie sich das fassen lässt, damit daraus so etwas wird wie eine Bezeichnungspraxis, die geteilt wird oder die auch sinnvollerweise geteilt werden kann. Die beiden Leute, die wir dafür eingeladen haben, zu diesem Aspekt zu sprechen, haben wir genau darum auch eingeladen, weil wir denken, dass sie zum Teil auch eigene Erfahrungen dabei haben, also in genau solchen Konstruktionen oder in dieser ausgeprägten Wichtigkeit von sozialer Praxis in solchen Kontexten haben oder auch dazu gearbeitet haben. Als ersten Redner möchte ich da eben Stefan Gehne begrüßen und einladen, da hochzukommen. Er ist Künstler und arbeitet vor allem im Bereich politische Theorie und Film. Soll ich dir das übergeben? Hat sehr viel in Projektarbeit, also sehr viel in Projektarbeitszusammenhängen gearbeitet, unter anderem zu einem Projekt mit der thematischen Ausrichtung oder mit dem Titel Film, Avantgarde und Biopolitik, das an der Jan van Eyck Akademie realisiert wurde und wozu auch ein Buch erschienen ist. Ein ganz spezifischer Grund, warum wir ihn eingeladen haben und was uns auch speziell interessiert hat und was uns sehr passend erschien für diese Sektion hier, ist, dass du ja Mitgründer bist von B-Books, dem Verlag, der in Berlin basierten Verlag, der als Kollektiv organisiert ist. Und das schien uns interessant, eben sehr stark nicht nur als Arbeitszusammenhang funktioniert hat, sondern eben auch sehr stark über freundschaftliche Verbindungen, familiäre Zusammenhänge und so weiter und so fort. Und der auch ein großer Teil des Verlagsprogramms sozusagen über diese Stränge organisiert hat. Das heißt, du hast eine Praxis, die sehr stark darin zu verorten wäre. Genau. Und der Titel, den sagst du selber wahrscheinlich, gell? Was du gerade gesagt hast, das stimmt vollständig, dass wie B-Books sozusagen funktioniert oder organisiert ist, vielleicht bis auf die Familiarität, die ist jetzt da noch nicht so eingerissen. Darüber rede ich jetzt aber gar nicht so arg. Vielleicht können wir da eher dann im Gespräch drüber reden, weil ich auch selber denke, dass das für mich eine große Rolle spielt und eigentlich auch ein bisschen für den Hintergrund spielt dessen, in dem ich sozusagen meinen Beitrag mir ausgedacht habe. Ich würde ihn vielleicht erst noch mal ein bisschen positionieren im Hinblick auf das, was jetzt die beiden vor mir gesagt haben, weil ich glaube, oder ich finde es interessant, dass du, Jochen, dass du in gewisser Weise die Geschichte der 90er Jahre jetzt sehr ex negativo erzählt hast, also eigentlich über das, wogegen es sich gewendet hat oder wogegen es sich wehren musste. Und das wäre nicht das Erste, was mir einfällt. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich wirklich für eine knallende Übertreibung halte, wenn Leute überlegt haben, sie müssten ins Exil gehen. Ich glaube, dass die Leute so gedacht haben, keine Frage. Ich finde auch, die Dringlichkeit kann ich auch teilen, aber ich würde sagen, sie war Quatsch. Also in der Form, also Leute können auch aus guten Gründen sagen, sie müssen USA verlassen wegen Trump. Kann ich auch irgendwie verstehen, aber es ist trotzdem irgendwie Quatsch. Das betrifft nicht die Verhältnisse und es betrifft natürlich auch, kann nicht vergleichbar sein mit der Problematik für Leute, die in kurdischen Gebieten leben. Und das ist aber wichtig, weil ich glaube, dass sozusagen diesen Bezug auf das Negative
darin eine bestimmte Funktion hat. Weil jetzt für das, was dann eben nicht negativ wäre, in der Bestimmung dessen, warum Leute was selbst organisieren, einen Raum selbst organisiert gründen, sind da einfach Partyfotos, das ist aber auch auf jeden Fall unterbestimmt, deutet aber was an und alles darüber hinaus ist dann schwierig, das positiv oder affirmativ zu bestimmen. Und das insofern hat natürlich auch, was weiß ich, die Community Building für Leute, die was weiß ich, Rassismus ausgesetzt sind, wie jetzt in Museen. Gerade das ist natürlich auch sozusagen eine ganz andere Art von sich aufs Negative zu beziehen und daraus was zu sozusagen freizusetzen. Ein Beispiel wäre vielleicht noch sozusagen die Diskussion, die in der Queer-Community geführt werden, wo es eben auch darum geht, dass sozusagen die Feststellung einer Repression gegen queere Erscheinungsformen was dazu führen kann, dass man dann irgendwie Brokeback Mountain Cowboys sozusagen schwul sein lassen kann und dadurch irgendwie diese quasi Affirmation der Vielfalt und so, dass das aber irgendwie sehr, sehr unzureichend ist im Hinblick auf was da passiert. Und dann eben in Positionen wie Lee Edelman oder so, das, sozusagen eher stark machen, die Negation, die darin liegt, die ist nicht einfach abzustreifen, sondern die wird verinnerlicht und führt dann bei ihm auch zu einer sehr sozusagen nihilistischen Einschätzung dessen, was eine queere Existenz sein kann. Also darüber kann man streiten, ob das nicht wahnsinnig übertrieben ist, aber diese Frage sozusagen bestimmt auch ein bisschen meinen Beitrag und den Titel, der auf jeden Fall von mir maßlos übertrieben ist auch, der heißt nämlich Selbstzweck und Nihilismus, ein oder zwei Dinge zur angemessenen Antinomie in der Selbstorganisation als Kunst. Und das war natürlich eine offensichtliche Selbstüberforderung, allein schon 20 Minuten völlig unmöglich. Es geht also vielleicht eher darum, da auch vielleicht was anzudeuten, und ich habe den vielleicht auch aus einem bestimmten Übermut sozusagen gewählt, bevor ich den Beitrag geschrieben habe, vielleicht auch, weil ich das irgendwie gar nicht in diesem Fall als Beitrag in der Erfahrungs sozusagen als Erfahrungsbericht machen wollte, sondern eher eine Problematik, die allerdings beschreiben will, die eigentlich auf einer Erfahrung beruht. Der Titel täuscht auch eine gewisse Souveränität vor, dem Gegenstand, den ich auch gerne oft hätte, aber nicht habe und schon gar nicht bei dem Thema, sondern eher hier eine sehr große Unruhe in den Widersprüchen, die Selbstorganisation für mich bedeutet und die zum Beispiel auch, wenn wir konkret über B-Books reden würden, stark zu beschreiben wäre, die so weit gehen können, dass sie eigentlich antinomisch sind, also irgendwie Widersprüche sozusagen beinhalten, dass man es eigentlich nur nutzen kann, wenn man es nicht nutzen kann und umgekehrt. Womit der Titel aber spielt und was er adressiert und miteinander verschränkt, das sind, denke ich, zwei Fragen oder Probleme. Und für mich drückt sich eben darin auch praktisch ungelöste oder auch unlösbare Widersprüche im Betreiben selbstorganisierter Räume aus. Und das eine wäre, welche Annahme über die Welt setze ich eigentlich in dem, was ich tue, voraus, so explizit oder implizit. Und damit meine ich jetzt nicht nur Meinungen über die Welt oder wie die anthropologische Meinung, wie die Menschen so organisiert sind und warum sie alle dann doch irgendwie korrupt sind oder irgendwie auf die Dauer sich nicht mehr leiden können, sondern eher auch darum, was man praktisch macht und was das eigentlich impliziert. Und ist zum Beispiel ein selbstorganisierter Raum ja eigentlich eine Investition in die Annahme, dass Leute das auch machen können, auch über eine bestimmte Zeit und dass sie damit da was von haben. Und das eben, insofern gilt es auch für die Behauptung nicht organisierter Räume. Und der zweite Punkt ist der, wie ist das Verhältnis von aktualisierter Inanspruchnahme dieser Räume und eben der aufgeschobenen und zukünftiger. Also was holt man sich dabei schon selber, was kann man sich dabei und will man sich dabei holen? Und ich würde eben auch sagen, dass das bestimmterweise in den 90er Jahren einen sehr hohen Anteil an zumindest so erlebter in Anspruchnahme ist, das selber sozusagen einzulösen für sich selber. Dafür spielen zum Beispiel auch dann die Geschlechterfragen eine Rolle, weil das wirklich gelingt im Nachhinein, das Standbild lässt sich sehr fragen, also auch hierarchiefreie Begegnungen, inwieweit sie das wirklich waren, bin ich sehr skeptisch, aber zumindest ging es darum und waren die in der Arbeit daran und haben sich so angefühlt. Und ich würde eben sagen, sozusagen dieses Verhältnis von aktualisierter Inanspruchnahme und aufgeschobener, zukünftiger, hat eben auch was zu tun mit den verschiedenen Formen, sozusagen das Aufgeschobene, es aufzuschieben und anders sozusagen einzulösen oder so gratifizieren. Das eine ist politische Dringlichkeit,
Also es ist zwar für mich nicht so toll, aber irgendwie an sich ist es ein Paradigma für was, was toll wäre, für andere irgendwie. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was jetzt auch bisher quasi gar nicht vorgekommen ist und was ich auch schwierig finde, darüber angemessen zu reden, das ist nämlich die Frage sozusagen einzulösen als Kunst. Insofern heißt bei mir der Titel eben auch Selbstorganisation als Kunst oder hier heißt es eben auch Innenkunst. Aber eben als Kunst ist jetzt eben auch für mich jetzt einfach nicht einfach nur sozusagen eine, man kann es nicht machen, dann ist es wenigstens Kunst. Das wäre viel zu einfach, aber es hat auch was damit zu tun. Und das, was dann Kunst darin bedeutete, es wäre dann eigentlich sehr kompliziert, auch sozusagen da in Verhältnis zu setzen, weil wir so genau wissen wir ja auch zum Glück nicht, was das sein soll. Die Annahme über die Verfasstheit von Welt und also auch der angenommenen Wahrscheinlichkeit oder Durchsetzbarkeit bezüglich Plänen, also zum Beispiel, ob man solche Selbstorganisationsformen, solche flachen Hierarchien, solche Demokratisierungsprozesse eben auch weitere Kreise ziehen können. Also die Frage, was mit ihr, also der Welt und in ihr gemacht werden kann, variieren natürlich entlang historischer Stimmungslagen, aber auch individueller Stimmungen, mit denen man so über die Zeit geschlagen ist. Gut gelaunt sehe ich viele Dinge anders. Und wer ist oder will schon immer gut gelaunt sein, wo das sonst in Zwangszustimmung umschlagen würde? Mark Fischer hat das jüngst sehr tragisch politisch transformiert. Nicht nur darin, dass er sich am Ende das Leben genommen hat. Er hat Verzweiflung theoretisiert als Maß des Verfolgtwerdens von Vergangenheit und der Verschlossenheit von Zukunft. Eine Analyse, die gegenwärtig ja nun sehr verbreitet ist, von verschiedenen Leuten aufgenommen wird und die beispielsweise Maurizio Lazzarato eher ökonomisch aus der Schuldenkrise heraus abgeleitet hat. Es ist wohl kein Zufall, dass eine bestimmte Historie selbstorganisierter Räume und auch gerade vielleicht auch in dem Kontext, den ich jetzt auch selber sehr stark eben mit der Stadthalle in Zürich verbinde, was Jochen ja auch schon angesprochen hat, also dass sie in die 90er Jahre fällt, in der die jeweilige biografisch-soziale Erfahrung von Gestaltbarkeit mit dem Ende eines bestimmten Weltkonstruktions zusammenhält, also das Ende des Kalten Krieges. Und das ist eben ja auch dann nicht nur sozusagen das sofortige Aufkommen von einer neuen Bedrohung von rechts, das natürlich auch, aber sonst auch mit ganz, ganz anderen Formen von Verschiebungen. Und es also zu einer sehr hitzigen Lücke-Nicht-Lücke-Beziehung kommen konnte, eben zwischen Aktualisierung, ich mache jetzt, was ich will, und das, was ich in der Lage bin zu tun, das will ich auch. Und eben Aufschiebung. Das, was ich tue, muss sich nicht als Selbstzweck genügen. Es kann auch als Paradigma zukünftiger Befreitheit angesehen werden. Und außerdem als Kunst, sprach ich schon von. Mark Fischer scheint in diesem Aspekt der 90er Jahre, von diesem Aspekt der 90er Jahre ziemlich wenig markiert worden zu sein, weil ich das in seinen Schriften übersehe. Er verharrte eher, das klingt jetzt negativ, das meine ich aber nicht so, sondern in einer Bindung an einen bestimmten Nihilismus, auch einer ganz bestimmten Musik in England oder ich will es nicht Punk nennen, aber es hat auch damit viel gemein. Wenn er diesen Bezug heute vergegenwärtigt oder hat, dann macht das aber offensichtlich gerade heute seine Aktualität aus, weil sich da sehr viele wieder drauf beziehen. Und diese Aktualität scheint in einem Bruch zu liegen oder jedenfalls im Versuch eines Bruches mit der Geschichte der Inanspruchnahme von Räumen, über die wir auch hier reden, gewisserweise. Allerdings wird diese Inanspruchnahme von Räumen eher verstanden als eben ein Vorläufer, wie das ja viele tun und wir auch alle, glaube ich, oftmals in Selbstkritik sozusagen gesehen haben, nämlich als Vorläufer einer neoliberalen Dynamik und einer Gründerzeitstimmung, die eben dann bis in die Internet 2.0, was weiß ich, sozusagen Hype, Aufbruch weiterging. In der lag ja eine gewisse Demonstration einer Selbsterzeugung von Produkt- und Absatzraum. Während dieses einen Anfangssetzen heute von manchen noch weitergetragen wird in sowas wie Konnektivismus, der die Welt eben als nur noch Verbindungsstelle von Akteuren und Gegenständen, die gleichermaßen posthuman sind, gesehen wird, machen andere einen freudigen Deleuze, den sie dafür verantwortlich machen, zum Sündenbock dieser Affirmation der unpersönlichen Welt im ewigen Werden. Das aber als ultraneoliberal zu verurteilen, dass es das ist, ist klar, es gibt vielen Anlass, mit der Welt ganz zu brechen, den Hass auf die Welt wieder einzuführen, wie das jetzt eben in verschiedenen Akteuren wieder gemacht wird, wie das zum Beispiel Ray Brassier macht,
der sogar dann von solarer Auslöschung spricht und eben sich versucht, auf den Standpunkt zu versetzen, was wäre, wenn das alles gar nicht gewesen wäre. Also wenn man mal ein bisschen weiter sozusagen Abstand nimmt, sagt er so kosmologisch geprägt, dann war das Nietzsche-Zitat, dann war das einfach nur so ein kleiner Aufatmen, schlechtes Aufatmen sozusagen der Menschheit. Sie dachte, sie kann zu Selbstbewusstsein kommen. Selbst jemand wie Andrew Culp, der Deleuze verteidigt, nennt sein Buch doch Dark Deleuze. Also seines Deleuze, also das Spinoza von Deleuze oder dem Nietzsche von Deleuze zum Trotz, ist ihm aber ein Deleuze, der die konnektive Synthese denkt, also diesen Zusammenhang der sozusagen nicht-humanen Akteure, ein Graus. Ich habe lange gebraucht, diesen Aspekt in den verschiedenen Strömungen des neuen Philosophiekommandos zu sehen, also diesen neuen auch Moden, will ich jetzt gar nicht so abwertend sagen, aber ich habe da auch diese Abwehr sehr stark dagegen, aber eben auch aus Abwehr vor einer für mich sehr 80er-Jahre-mäßigen Figur dieser Akzeleration, also die Annahme, dass man müsse den Kapitalismus nur gehörig beschleunigen, damit er sich selber überwindet. Das fand ich erstaunlich, dass man damit nochmal kommen kann. Aber es gab eben auch eine andere Abwehr. Als Nizza Lebowitz, der auch in dem Film Avantgarde Biopolitik zum Beispiel Buch drin vorkommt oder auch bei den Kongressen mit dabei war, 2015 in einem seiner regelmäßigen Berlin-Aufenthalte fragte, ob er das von ihm herausgegebene Buch The Politics of Nihilism in B-Books im Rahmen einer Montagspraxis, das sind so regelmäßige Veranstaltungen dort, vorstellen könnte. Da habe ich natürlich ja gesagt, klar, gerne, Nizza ist ein Freund. Und ich fühlte mich seiner Beschäftigung mit Biopolitik sehr nahe, eben einer Theorie, nämlich Biopolitik, die sich konzentriert auf die politische Geiselnahme von Lebendigkeit als Gegenwärtigkeit, also die in gewisser Weise auch schon zum Teil bei Agamben sehr mit dunkler Neigung eben dieses Moment von ich bin jetzt lebendig und es gibt diese, wird diese Lebendigkeit produziert, eben zu zeigen, dass darin quasi keine Befreiung liegt, sondern eher die Gefahr einer Entwendung, einer sozusagen ja, Gefangenennahme. Aber wie kam jemand wie Nizza jetzt auf Politics of Nihilism? Ich war extrem überrascht. Ich fand es abwegig, aber es war mir auf gespensterhafte Weise doch auch sehr nah. Ersteres, also dieses Abwege, kam daher, dass ich mir zwar allerlei Politics vorstellen kann, meinetwegen auch die von Dancing, wie man so in den 80er Jahren gerne gesagt hat, 90er, die von Nihilism oder Nihilismus jedoch gerade nicht. Ich reagierte hier in gewisser Weise gegen mein eigenes besseres Wissen, sowohl hinsichtlich des Gebrauchs des Wortes Politics, wie auch hinsichtlich Nihilism. Von beidem würde ich ja durchaus sagen, dass sie nicht zu eng zu denken sind und zu eng zu definieren sind. Das Politische, zum Beispiel Substanzes, muss ja, wenn man sich neueren Diskussionen anschließt, wie sie zum Beispiel von Oliver Marchardt jüngst zusammengefasst wurden, nicht als zielorientiertes, instrumentelles Wozu angenommen werden, also Politik als Handlung, um etwas zu erreichen, sondern als Bedingung der Möglichkeit von politischer Handlungsfähigkeit überhaupt. Und Nihilismus beschränkt sich eben nicht nur, um das andere Wort zu nehmen, auf die Feststellung, dass es keine festen Werte gibt und dass nichts im Endeffekt das letzte Gebot ist, sondern geht weit darüber hinaus. Schon Nietzsche waren zwar alle Werte relativ, aber das hielt ihn ja noch gar nicht davon ab, massiv gegen falsche Werte anzukämpfen, die es für ihn nämlich sehr wohl auch dann noch gibt, wenn sie eigentlich richtig und falsch unendlich relativ bleiben. Das wusste ich also eigentlich theoretisch und dennoch kam mir die Wortverbindung Politik und Nihilismus quasi wie ein Oxymoron vor oder jedenfalls etwas, was man so nicht zusammenbringen kann oder etwas, in dem sich die beiden Einzelteile der Verbindung gegenseitig eher verniedlichen oder irgendwas in die Richtung. Denn welche Politik soll nun Sinn machen angesichts der Sinnlosigkeit des Lebens oder wie jüngst eben der erwähnte Ray Brassier angesichts des Verlöschens der Sonne, angesichts einer Katastrophe, die ja vielleicht sogar schon hinter uns liegt und damit immer auch vor uns und die durchaus auch, wenn man die Erinnerungspolitiken, die jetzt auch bei dir in den Museen, die was, dass es auch darum geht, erfahrenes Leid sozusagen zu aktualisieren, ja nicht nur einfach sozusagen, man sollte die wieder aufbringen, um davor zu verhindern, dass es wieder dazu kommt, so wie man sagt, man muss an den Faschismus denken, muss an den Holocaust denken, damit es nicht wieder dazu kommt, das ist die eine Seite, sondern es ist ja auch immer etwas, was eigentlich nicht wieder gut zu machen ist. Und
Und sicher, auch das ist nicht das letzte Wort zu Nihilismus. Nichtsdestotrotz spielte sich in mir eine affektive Antinomie, also Abwehr oder ein Nichtzusammengehen, als schließe ein ernst genommener Nihilismuspolitik aus, weil er sie nur als naiv abtun kann, beziehungsweise aufgrund des Umkehrschlusses, in dem jedes politische Engagement selbst dann antinihilistisch ist, wenn sie im links-heideggerianischen Antifundamentalismus, wie zum Beispiel bei Oliver Marchert, sie weiß, dass es keinen letzten Grund gibt. Denn diesen fehlenden Grund überwindet sie zumindest, wie in der Pascalschen Wette, also ich weiß ja nicht, ob es Gott gibt oder ob es sozusagen die Möglichkeit zur Politik gibt, aber es ist doch praktischer, darauf die Annahme zu machen, es gibt sie, weil für den Fall, dass sie dann doch gibt, hat man in die richtige Richtung gearbeitet, und wenn es sie nicht gibt, ist es auch egal gewesen. Diese affektive Antinomie von Politik und Nihilismus war eben in erster Linie meine eigene. Ich bin diesen Weg gegangen und ich stelle plötzlich fest, dass ich früher einmal meinen Genuss nihilistisch verstanden habe oder meinte zu verstehen und das hatte ich vergessen. Ich wurde mir also, könnte man sagen, einer Nichtsvergessenheit bewusst, nämlich meiner eigenen. Und mir schien dieses Vergessen symptomatisch für eine bestimmte Biografie aus den 80ern in die 90er von Nick Cave oder Suicide zu Blumenfeld und den hier auch schon verschiedentlich genannten Wohlfahrtsausschüssen. Das finde ich nicht so. Diesen Shift haben die Einzelnen eben sehr unterschiedlich vollzogen. Auch wenn diese Unterschiede auf einem anderen Terrain als dem der Musik ausgetragen wurden, nämlich dem der Politikfähigkeit von Kunst, also in den Fällen, über die wir hier reden. Anders als zum Beispiel bei Marc Fischer. Und sie verschmolz mit der Rückeroberung von Politikfähigkeit überhaupt, das heißt der Annahme dieser grundsätzlichen Politikfähigkeit. Lützerns Buch, beziehungsweise auch seine Einführung in das Buch, hat dieses Problem nicht, einfach weil er Nihilismus als Kritik einführt, was mir gerade eben so erstaunlich erschien. Kann Nihilismus überhaupt eine Kritik sein? Oder, wie sich die Frage meist stellt, und so dreht er Lützern sich auch um, ist eine Kritik nihilistisch, zum Beispiel, weil sie selbst keinen Vorschlag macht. Marxismus wäre also demzufolge nicht nihilistisch, selbst in der revolutionären Forderung nicht, also in der Bereitschaft zur Zerschlagung der bestehenden Verhältnisse. Eine Frage, die sich jetzt beim kommenden Aufstand, zum Beispiel bei Tikkun und so weiter, oder diese Gruppen in dem Zusammenhang sehr stark stellt, weil sie einen so starken Zerstörungsbereitschaft zutage bringen, der so antireformistisch ist, aber trotzdem noch den Anspruch hat, sozusagen nur so eine bessere Welt zu ermöglichen. In The Politics of Nihilism rekonstruiert er die Ideengeschichte des Wortes und kommt dabei auf einen Punkt zu sprechen, der sich auch beim Nihilisten par excellence oder Antinihilisten findet, nämlich bei Nietzsche, und der darin besteht, dass nämlich alle anderen Nihilisten sind, nur er keiner. Denn der Nihilismus ist eigentlich das, dem das zu Bekämpfende erlegen sei, in seinem Fall also das Christentum, das ist für ihn ja eben so. Und die auf Werte bauen sind eigentlich die alles entwerten. Nämlich ein Abwerten des Lebens durch sogenannte höhere Werte. Sie, die Christen, seien nämlich die Miesmacher. Alles, was schön sei und affirmiert gehöre, werde hier abgewertet und mit schlechtem Gewissen vergiftet, dem Ressentiment unterworfen. Vor allem der Körper und seine unmittelbare Amoralität. Diese Figur des Nihilismus als etwas, das man sich gegenseitig bezichtigt, Nietzsche wirft es der Moral vor, christlichen Moral vor, aus deren Warte es wiederum ihnen, den Antichristen, vorzuwerfen sei. Findet sich schon in ersten Verwendung des Wortes rund 50 Jahre früher, er fällt in einer Debatte zwischen Johann Gottlieb Fichte, dem Idealisten und Nicht-Ich-Denker, und einem anderen, sich nicht als Idealisten verstehenden, dem Friedrich Heinrich Jacobi. Ihm Jacobi sei nämlich von Fichte vorgeworfen, er rede quasi nur chimärisches Zeug, also Chimerismus sei ihm vorgeworfen werden, es seien also nicht greifbare Dinge, die er beschreibt. Er mache den Menschen also nur was vor. Aber damit habe er, sagt Jacobi, den Menschen zumindest etwas angeboten, während Fichte ihnen gar nichts zu bieten habe, denn Idealismus sei eben gar nichts. Aber erst bei Nietzsche findet sich die eigenwillige Wendung. Das, was ich anderen vorwerfe, mache ich mir zu eigen, indem ich es als das begreife, was viel radikaler gemacht werden muss. Dann schlage es um in sein Gegenteil und werde radikale Affirmation. Dieser Umschlag in Affirmation vollzieht mit Nietzsche bekanntermaßen Deleuze, aber in gewisser Weise auch, allerdings in Bezug auf Spinoza, Antonio Negri. Und mit ihm wurde es auch ein Marker in der Umwertung der Diskussion in meinem Umfeld eben in diesen 90er Jahren, wo es eben darum ging, sich zu positionieren, auf dem sozusagen sich noch nicht vollständig als Neoliberalismus geouteten oder durchschauten
Ermöglichung neuer ökonomischer und nicht ökonomischer Zusammenhänge. Negeres Kommunismus des Kapitals ist zwar allogisch, vielleicht, oder er spielt damit. Es ist historisch auch sicherlich widerlegt, weil wir wissen, dass es nicht dazu geführt hat. Es hat nicht wirklich zu einer Aneignung der Produktionsmittel geführt. Trotz all der Unternehmen, die in unseren Laptops schlummern oder in unseren Brains oder Emotionen. Diese Widerlegung betrifft aber in erster Linie eine bestimmte Zeitlinie, die einen gegebenen Moment, in dem sozusagen dieser Anspruch gemacht wurde, in dem Leute neue Hubs oder was auch immer eröffneten oder selbst organisierte Räume. Diese Widerlegung betrifft in erster Linie eine Zeitlinie, die in einem gegebenen Moment mit seinem Aufschub der großen Perspektive verbindet. Also sozusagen in dem Moment, wo ich es mit was anderem verbinde, was daraus wird, nämlich die Frage nach sozusagen politischer Umsetzung oder Ausweitung dieser sozusagen Erfolgsgeschichte, da in dem Kontext, in diesem Aufschubmoment komme ich dann dazu, es dann abzuwerten und sagen, okay, das hat sich historisch erledigt. Ob ich mich mir aber selbst in einem bestimmten Moment angeeignet habe oder ob es überhaupt denkbar ist oder sich eine Gruppe sich in einem bestimmten Moment angeeignet hat oder ob ich doch eher meine geballte Selbsthaftigkeit zu einer Krankheit in gewisser Weise und so zu einer Waffe gemacht habe, wie es jetzt wieder mit der SPK, dem Sozialistischen Patientenkollektiv, die gerade auch in dem angloamerikanischen Deleuze-Kritik sozusagen wieder aufkommt, das ist sehr viel schwerer zu klären. Die Antinomie, die affirmierte Antinomie, also das gewollte Widerspruch, also der logische Widerspruch oder die Unvereinbarkeit von Gesetzmäßigkeiten in Bezug auf zur Selbstorganisation, ist eben kein Einspruch gegen Selbstorganisation, aber dennoch eine Skepsis, ob sie alle Antinomien, der sie unterworfen wird, verträgt. Die der Anerkennung zum Beispiel. Also die Frage ist ja eben Anerkennung jetzt, ist natürlich schon problematisch, weil die Anerkennung natürlich an einen Anerkenner sich richtet, von dem sie irgendwie abhängig ist, da muss ja jemand die Anerkennung geben. Und es ist ja klar, dass eben genau das die Frage ist, um die es auch hier geht, ist das überhaupt mit Autonomie zu vereinbaren oder ist es ein Sprung, ein Moment da drin oder ist es eben eigentlich sozusagen das Ende dessen, was ich eigentlich mal gewollt habe oder sozusagen das Verlassen der Zone dieser Initiation. Bleibt also die Spannung zwischen dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Politizität, die ein erkämpfter Raum impliziert und der individuellen Gebrauchslogik derer, die ihn benutzen, nämlich diesen Raum. Man könnte sogar ganz allgemein darüber nachdenken, ob Freiraum nicht immer Latenz bedeutet oder bedeuten muss, Potenzialität. Und genau die geht verloren, wenn von ihm Gebrauch gemacht wird. Sie ist weg und was bleibt, ist Glück vielleicht oder als Ersatz Kunst. Hier sind wir in dem ganz heiklen Punkt, den ich immer noch für komplett und unbestimmt halte und der gleichzeitig die Achillesferse, wie aber auch ein philosophischer sozusagen Schatz oder Tresor ist, nämlich eben diese Kunsthaftigkeit oder Haltigkeit in dieser sozusagen lang postkonzeptuellen Anverwandlung eines bestimmten Begriffes von Kunst. Und hier ist der Selbstzweck mehr als man es vielleicht so im klassischen Bereich, also bei Kant oder so, kennt als Würde, als die Ablehnung jeder Zweck-Mittel-Relation. Und sie ist auch nicht erledigt, weil diese sich wiederfindet in neoliberalen Befehlen. Aber sie hat sich bezogen auf einen metaphysischen Mehrwert, mehr sein zu wollen als sie selber. Der Kunstwert mischte mit Low-Tech-Messianismus in einem bestimmten Moment, nämlich dem Glanz einer kommenden Bewegung, also eines Aufschubs. Auf dieses Moment wird der selbstorganisierte Raum heute wohl verzichten müssen. Er steht nicht mehr, oder wenn dann nur sehr individuell zur Verfügung. Okay, vielen Dank.